So, als nächstes haben wir hier ein bisschen was hochgeladen. Also dieses Metallic-Silber-Auto oder etwas Helles oder Weißes oder sowas. Ich weiß es nicht genau, weil es war so schnell vorbei. Also es hat diese kurze Straße da. Da ganz schnell überquert. Das war direkt vor dem vor der Kirche, ne? Wie wir da die Straße umging. Das hatte also sehr großen Anlauf genommen, ne? Mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, ohne dass man den Motor hören konnte. Das pfiff nur so vorbei, das Auto, ne? So, und dieses SU, also SU hieß auch Sowjetunion. Das könnte wieder sowas sein, dass wir da noch abgerichtet wurden, ne? Und auch mit diesen Sechsen, beziehungsweise mit Fünfen macht man das auch so. Das könnte auch irgendwas bedeuten, ne? Also die Zahl 6 und die Zahl 5 könnte für uns auch irgendwas bedeuten. Ne? Dass wir da in Hypnose fallen oder bestimmte Sachen machen. So, und das war ja kurz bevor wir hier wieder zu Hause sind. Stunde später waren wir ungefähr zu Hause. Ne? Also man war sich sicher. Man hatte ja vorher noch diesen Beobachtungspostkopf eingeschickt. Ne? Also diesen alten Zopf, der hier immer lang ging und immer in der Hafenstraße geguckt hat, ob schon die ganzen Drogenpakete abgeholt wurden. Dann hat er immer die ganzen Autoreihen abgeguckt. Ich denke immer, was macht der bloß? Ne? Erst die erste Zeit dachten wir immer, dass er vielleicht hier zur Stadt gehört, ne? Und dass ihm die Uniform nicht passte, weil er so ein kleiner Dicker war, ne? Aber wie gesagt, den kenne ich noch aus Rostock vom Sehen. Das müsste er sein, er hat sich nicht viel verändert. Und der war, soweit ich weiß, Fahrer bei der Stasi. Der fuhr da immer mit einem Dacia, also mit einem Renault 4. Und der hat uns vorher angeguckt, wenn ich mich nicht erinnere. Und dann hat man entschieden, man kann es mal wieder versuchen. Weil sie sind ja zu übergegangen, nicht immer und überall, sondern es regnete stark und die waren ja nur da und das war ja eine kleine Nebenstraße und sie standen ja nur um uns rum mit Regenschirmen. Und so stark ist dieses Zeug, dass wir das dann auch weiter einatmen und dass es Sinn hat, bei dem Regen und Wind weiter um uns zu sein. Ne? So, wir waren danach noch ganz kurz in so einem kleinen Tante-Emma-Laden und da kamen sie dann auch gleich rein, insgesamt 6 oder 8 Mann. Ne? Das haben wir natürlich auch mit der Aufnahme und so, aber da ist der Verkäufer auch drauf, deshalb laden wir das nicht hoch. Selbstverständlich werden wir die Aufnahme noch behalten, ne, Nadi? So, da hat man sich dann auch gleich um uns rumgestellt. Wie gesagt, strömender Regen und so. Und dann ist natürlich auch keine Kundschaft unterwegs und kommt auch nicht in den Laden rein. Taten nur doof, kauften nichts, gingen wieder raus, ne? Haben dann auch noch eine total drogensüchtige, fertige Nutte reingestellt, die sich hinstellen musste, blöd glotzen musste und was Dummes fragen musste, ne? Also, und richtig rumkackelte da, ne? Mal ganz kurz, also es ist schon unglaublich, was sich denn auf die Verkäufer da gefallen lassen müssen. Ja, das ist gut, das war eine gute Leistung von meiner Frau, die Sie da oben hören. Ne? Auch dieses DHL-Fahrzeug möchte ich nochmal sagen. Also es hat ja toll geregnet und so und ich hatte einfach nicht mehr die Kraft, ich kann nicht landen. Ich wollte die Kreuzung und die große Kreuzung wegfahren und es war ganz knapp, 10 Meter hätten wir noch gefehlt, ne? Dann hätte ich den alten Zock noch mal sehen können und er war sofort weg, weil wir haben hinter dem Auto ein bisschen Schutz gesucht, ne? Wir standen da mit Warnblinkanlage, also per Signalfunk. Man hat entschieden, es ist soweit, ne? Also dieser alte Zock im Regenschirm hat dann weitergegeben, wir können es versuchen, ne? Und er stand da mitten auf der, also Quatsch, nicht mitten an der Straße, also an der Seite, ne, von der Straße, von der Hauptverkehrsstraße, stand da einfach nur so rum mit Warnblinkanlage. Selbstverständlich hätten wir wieder zig andere Ausreden haben wollen, dass er stand. Ne? So, und wir haben uns dann dahinter ein bisschen Schutz gesucht, so, und ich wollte mir dann gleich angucken, ne, damit ich mir schon mal merken kann,
weil diese Penner haben wir dann auch immer gleich wieder in Zivil. So, und er hat uns natürlich in den Spiegel gesehen und ist dann sofort losgefahren. Ich konnte gerade noch so einen Blick so merken machen, ne? Also, grau hatte ich, habe ich noch gesehen, wahrscheinlich auch Brille, das Spiegel da alles so, er fuhr gerade auch an, ne? Weil da war auf der Seite von der Hauptverkehrsstraße natürlich kein Verkehr, weil du fährst der Raschauer und natürlich fuhr man dann wieder rein und weg auf der anderen Seite, ne? Und das ist, glaube ich, sowieso bloß in eine Richtung der Straße, ne, Nadi? Wenn ich mich nicht erinnere. Und das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, das war, ich unterbreche mal.